Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Crusader Kings 3 auf dem Kanal von Blankenburg. Und wir sind hier gerade in unserem letzten Befreiungskrieg, könnte man das so nennen. Wir wollen nämlich Herzog werden und stehen hier bei einem Kriegsstand von 83, müssen aber noch ein bisschen was einnehmen, um hier die Zahlen ein wenig nach oben zu bekommen. Ihr merkt hier schon, mittlerweile erholen sich die Zahlen wieder ein wenig. Er hat hier immer noch überraschenderweise genügend Personal aufzuwarten. Das finde ich interessant. Oh, und wir haben hier Unterernährung. So, perfekt, 95. Ja, das ist jetzt tatsächlich hier schwierig. Waldenser in der Steiermark, na gut. Gut. Das ist desillusioniert vom katholischen Priester. Na gut. Also ich glaube schon, wir sind ja doch eher dem Glauben zugeneigt. Das sagen wir natürlich, dass das ein seltsames Zerrbild ist. So, kriegen wir ihn hier? Jawohl. Wir können ihn hier erwischen und abfangen. Beim Papst haben wir mittlerweile eine sehr gute Meinung. Kreuzritterkönige. Ja, das ist jetzt natürlich die logische Konsequenz. Ja, genau. Die verzweifelte christliche Herrscher haben seinen heiligen Papst Nikolaus überredet, ein großes und gerechtes Bündnis zur Vertreibung der Helden aufzubauen. So, perfekt. Wir haben scheinbar auch die gegnerische Armee jetzt komplett besiegt. Dann bleibt uns eigentlich nur noch hier die letzte Eroberung durchzuführen. 6 Monate dauert das Ganze. Ne, hier oben laufen noch 5 Mann rum. Aber ich glaube, hier mit dem Fall von Hildesheim wird auch unser Sieg besiegelt sein. Die Gläubigen rüsten sich zum Krieg. Und zwar gegen Jerusalem. Okay. Na gut. Ganz ehrlich, wir sind momentan so klein und unbedeutend. Ich würde tendenziell eher sagen, dass wir das Ganze finanziell unterstützen, oder? Ja, wir unterstützen das Ganze erstmal nur finanziell. So, und damit ist dieser Krieg endlich geschlagen und wir können hier tatsächlich alles in unsere Hand reißen. Schaut euch das mal an. 13 Grafschaften gehen jetzt in unsere Hand. Und sie? Ja, was passiert jetzt eigentlich mit ihr? Sie ist jetzt natürlich keine Herzogin mehr, oder? Komisch. Und da ist jetzt scheinbar auch aus unserem Land Angria geworden. Das würde ich aber dann tatsächlich auch umbenennen. Das geht, glaube ich, hoffentlich. Das ist nämlich das Herzogtum von Blankenburg, natürlich. Das soll auch so heißen. Das wäre blankenburgisch, oder? Das Adjektiv. Mit kleinem B. Wir werden es sehen. Wir sind dann jetzt auch wieder von Blankenburg. Das finde ich natürlich perfekt. Und wir sehen jetzt hier auch das Herzogtum Blankenburg. Sehr schön. Und wir haben hier aber irgendeinen Krieg geerbt. Ein statischer Anspruch auf die Grafschaft von Bremen. Mit hier oben 180 Mann, die sich da eingenistet haben. Na, die wissen wir zu vertreiben, liebe Leute. Ja, wir kämpfen jetzt hier natürlich, oder? Tun wir das doch. Wir kämpfen hier selbst. Auch als Herzog. Ja, alle Hände voll zu tun. An meine Vasallen. Als Herzog von Einfluss ist es nur angemessen, eure Stimme im Rahmen meines Rats zu hören. So, und wir werden zum Ratsspitzler ernannt. Interessant. Mal wieder.
Und ja, sobald dieser Krieg durch ist, sollte ich auf jeden Fall mich damit beschäftigen. Wir haben hier sogar einen Verbündeten am Start. Okay. Ja, wisst ihr was, dann... Ja, ich sehe jetzt gerade auch gar nicht... Wir haben, glaube ich, eine Schonfrist, oder? Ich glaube, wir haben eine Schonfrist. So, die stellen wir hier, bevor die über die Brücke gehen, oder? Jawohl. Oh, das wäre gefährlich gewesen. Wenn die sich da jetzt noch mit eingemischt hätten. So, das wäre mal der erste Sieg. 11%. So, dann fangen wir die hier drüben ab. Kein Problem. Wer da jetzt übrigens unser Verbündeter ist, weiß ich auch nicht. So, jetzt kriege ich dich. Zwischen den Fronten. Heute herrscht Unruhe zwischen den Kindern. Giselher wollte von den anderen eine Predigt halten und wurde zum Ziel einer kleinen Rangelei. Aha. Irminburg ging dazwischen und versuchte, nach Kräften ihn zu verteidigen. Aha, weicht niemals von der Herausforderung zurück, Irminburg. Sie wird tapfer. Interessant. Eine schöne Wendung dieser Geschichte. So, hier wird gekämpft. Unser Verbündeter kommt offensichtlich gleich dazu. Der ist schon hier auf dem Weg. Jetzt ist er auch da. Ja, dann geht das Ganze hier natürlich zu unserem Vorteil aus. Sehr schön. Damit 28% Kriegsstand. Ja, und dann würde ich sagen, ziehen wir mal gen Stade und versuchen Stade zu erobern. So, 5 Monate dauert das Ganze. Der Krieg von unserem Lehnsherrn ist beendet. Das ist gut. Und jetzt muss ich mal eben aufpassen, weil wir können nämlich jetzt einen Vormund für unseren Erben setzen. Und da habe ich ja schon gesetzt, dass wir das selbst machen wollen. Ich glaube, das ist die Ehre, die dem Vater hier obliegt. Und wir können auch noch einen Vorzug wählen. Da würde ich die Sapeure hier wählen. Sehr schön. Perfekt. So, wir haben hier quasi auf der anderen Seite hier drüben eine Verteidigungslinie errichtet. Hier läuft mittlerweile die Belagerung. Er schifft hier aus. Interessant. Na gut. Wer das hier übrigens ist, das würde mich interessieren. Eine Armee von Theoderich. Immendinger, okay. Wir haben hier ganz viele Optionen. Die werden wir gleich in der Friedenszeit beheben müssen. Ah, und da ist auch der Sieg. So, was bekommen wir denn? Wir bekommen auf jeden Fall 24 Gold Reparation. So, und ansonsten. Er verliert den Anspruch auf die Grafschaft von Bremen. Okay. Ja. So sei es. Perfekt. So, und jetzt lösen wir erstmal das Heer auf. Perfekt. Und dann geht es darum, das Reich hier irgendwie aufzuteilen. So. Ich lasse mal eben... So, ja, das ist jetzt natürlich alles blockiert. Jetzt müssen wir gut überlegen, wie wir das Ganze aufteilen wollen. Das hier oben ist ja Blankenburg. Hier übrigens Anhalt. Das finde ich interessant. Eigentlich sollte das... Ach, okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Das müsste ich mal nochmal umbenennen. Das hier sollte nämlich eigentlich Blankenburg sein. Das müsste ich dann hier zu unserem Haupttitel machen. So, das war... Was war das hier? Ich weiß es gar nicht mehr, wie das hieß. Das ist halt, das ist das Herzogtum. Das ist, ach, das hier ist das Herzogtum Anhalt. Da ist immer noch sie. Ach, das ist ja interessant. Also sie hält immer noch. Ja, aber was hat sie denn? Das gehört alles ihr, oder wie? Okay.
Gut. Wie auch immer. Was geben wir alles ab? Wir müssen 6 Grafschaften abgeben. Ich würde auf jeden Fall die Brandenburg abgeben. Und hier würde ich... Lasst mich eben schauen. Wir haben hier den Freund von uns. Den Bürgermeister von Sangenhausen. Den würde ich reich beschenken. Der soll erhalten... Die... Jetzt lasst mich mal eben nachgucken. Wie sind denn hier die Entwicklungen? Entwicklung 6. 5. 5. 5. 5. Hildesheim hier 4. Ja, da sind wir, glaube ich, auch hier bei 6. Okay. Merseburg 8. Ja, hier unten geht mehr. Ja, dann passt auf. Dann machen wir das so. Wir gehen nochmal auf ihn. Und du bekommst Bremen. Kann ich ihm Oldenburg auch geben? Nein, Oldenburg kann ich ihm nicht geben. Bremen, Minden, Wölpe. Ich denke, damit ist er erstmal gut ausgestattet, oder? Er bekommt hier eine richtig gute Meinung von uns. Ich denke, das passt. Dann sind wir hier auf 10. Dann muss ich nochmal 3 vergeben. Ne, wisst ihr was? Ich gebe ihm... Doch, ich belasse es erstmal bei den 3. So. Und dann möchte ich gerne die Brandenburg vergeben. Wer käme denn da in Frage? Ich wähle hier mal Tankmar als unseren Ritter. Ja, gut, der ist, was die Verwaltung angeht, nicht sehr gut. Aber er hat immerhin eine gute Meinung von uns. Ja, aber faul und paranoid passt nicht so wirklich, oder? Vielleicht eher Ordulf Brunswick? Der ist noch schlechter. Ein treuherziger. Ja, wir sind mit dem Haus Immendinger, sind wir nicht verwandt. Er soll mal die Brandenburg bekommen. So, wir haben immer noch zu viel. Sangenhausen ist, glaube ich, etwas, das man niederem Adligen geben kann. Genau. So. Dann hatten wir hier Hildesheim. Das war ja hier mit 4 nur bedient. 4 und 5. Hildesheim würde ich auch vergeben. Und zwar, ja, wer bekommt denn das jetzt? Nee, er bekommt es auf keinen Fall. Ratsverwalter, unser Ratsverwalter, ja, das passt doch, oder? Der ist hier auch gut aufgestellt. Und dem würde ich die beiden hier geben. Und dann sind wir nämlich genau wieder bei den 7, die wir haben dürfen. Perfekt. So, dann müssen wir eben den Rat noch prüfen. Ob da noch alles in Ordnung ist. Wir brauchen einen Ratsverwalter. Da käme hier natürlich direkt unser Regenbern in Frage. Ja, warum eigentlich nicht? Er ist ohnehin mächtig.
Haben wir noch irgendwelche totalen Rohrkrepierer? Sie ist auch ein mächtiger Vasall. Ja, unser Ratskanzler Hartnei. Wir könnten hier den Gausbert nehmen, der ist ähnlich gut. Den würde ich hier vorziehen. Ja, das passt. Alles andere. Ja, Ratsmarschall. Würde da noch was in Frage kommen? Wir haben da, glaube ich, einfach gerade keinen guten. Nee. Dann lassen wir das erstmal so. Oder sollen wir hier den Lothar einsetzen? Na komm, wir setzen hier den Lothar ein. Bei Oberbürgermeister, er ist auch... Nee, wir lassen das so. Wir lassen das so. So, perfekt. Die beiden Schlachtergebnisse, die können wir wegklicken. Und wir haben anscheinend noch Gefangene. Na, hier ist das. Die Oder, die bringt uns 10. Ja, und was hat es mit ihm hier auf sich? Niedrige Geburt, löst den jemand aus? Nein, aber ganz ehrlich, der ist ein guter Kämpfer. Den kann ich aber... Offensichtlich nicht... rekrutieren. Na kommt, wir nehmen die Meinung an. So, was ist mit ihm hier? Wieder mein eher taugenichts, muss man sagen. Da würde ich auch sagen, schwaches Druckmittel. Bei ihm hier auch niedrige Geburt. Na komm, schwaches Druckmittel, den brauchen wir auch nicht hier. Macht nur Ärger. Und wir können jetzt auch den Titel Herzogtum von Anhalt übernehmen. Ja, das sagen wir lebewohl. Sehr gut, er ist auch weg. Damit sind die Gefangenen hier heraußen. So, ja, das ist teuer. Das müssen wir uns noch gut überlegen. Lösegeld wurde hier akzeptiert. Wir können weitere Kriege erklären. Das würde ich jetzt aber momentan mal noch zurückstellen. Tja. Nochmal eine Fraktion gegen unseren Lehnsherrn geschaffen. Tja, und ich hätte gesagt, zum Abschluss dieses fantastischen Krieges wird es Zeit. Was können wir denn hier eigentlich machen? Die Entwicklung in eurem Hauptsitz verbessern. Okay. Naja, aber 80 Anspannung ist ein bisschen viel. Das passt, glaube ich, nicht so ganz. Aber dass wir jetzt ein Festmahl veranstalten, das passt natürlich ideal dazu als Frohnatur. Und ja, da beginnt das Ganze. Willkommen, meine Freunde. Wir haben jetzt mittlerweile auch eine gute Einnahme hier. Und zur Katastrophe, entschuldigt, der Wein, wir haben das nächste Fass geöffnet, der ist schlecht, der gesamte Wein ist schlecht. Liebe Leute, wir sind Frohnatur, wir haben natürlich einen Geheimvorrat im Keller liegen und den zapfen wir jetzt fleißig an. Das bringt uns einiges und den Gästen natürlich einen schönen Tag voll Ehrfurcht nach einem ausführlichen Gespräch über unsere leckeren Gänge. Bringt Herzogin Sophia zum Ausdruck, dass sie bewundert, wie ich jeden Sachverhalt ausführlich besprechen kann. Ja, sie ist ja selbst nicht ganz so gebildet, aber sie scheint wohl unseren Intellekt zu genießen und wir erhalten Meinung bei ihr. Das ist hervorragend. So, wir lassen das Festmahl noch zu Ende laufen, Gleichgesinnte. Als wie ein gewöhnliches Festmahl begann, wurde dank der Anwesenheit von Graf Gausbert ein herausragender Anlass. Wir unterhielten uns den ganzen Abend lang über alle möglichen Dinge und wie es der Zufall so wollte, entdeckten wir allerlei Gemeinsamkeiten. Ich hatte sehr viel Spaß mit ihm, ja, das passt doch.
Und wir kommen einer Freundschaft näher. Perfekt. So, da müsste jetzt dann auch gleich das erstmal zu Ende gehen. Genau, bis zum nächsten Mal. Unsere Frau hat viel Einsatz gezeigt. So, ihr Lieben, die Staffel ist beendet. Es hat mich gefreut, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ich denke, wir haben in dieser Staffel einiges geschafft. Wir haben den Herzogsthron übernommen, stehen hier, denke ich, gut da, haben einiges an Gebieten gut gemacht. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann erstmal die Karte nochmal genauer an, wie hier alles aussieht, wie der aktuelle Stand ist. Wir werfen gerade nochmal einen Blick auf die Fraktionen. Aha, da gibt es eine Fraktion hier, eine Edda von Kassel möchte den Lothar hier auf den Thron bringen. Den haben wir doch, ach so, weil der nicht im Rat ist. Ja, pass auf, dann machen wir das noch als letzte Amtshandlung. Der Papst ist, glaube ich, mittlerweile gut genug beeinflusst. Dann werden wir hier noch ein Beeinflussungskomplott starten und in diesem Sinne die Staffel beenden. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid, und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Staffel wieder zuschaltet. Bis dahin, euer von Blankenburg.